Kommt dir folgende Situation bekannt vor? Du bist gerade mit Freunden irgendwo unterwegs und willst eine Insta-Story hochladen, aber es geht einfach nicht. Bei deinen Freunden funktioniert es allerdings ohne Probleme. Dein Smartphone ist nagelneu, daran kann es also nicht liegen. Was ist also das Problem? Genau das schauen wir uns heute genauer an. Immer wieder kommt es vor, dass unterwegs mit dem Smartphone irgendwas nicht richtig funktioniert. Man kann die Insta-Story nicht hochladen, das YouTube-Video, das man gerade gucken will, ruckelt total oder der Lieblingssong, den man gerade streamt, bleibt einfach plötzlich stehen. Woran das liegt, das findet man meistens ziemlich schnell raus, wenn man mal auf diese oberen Leiste im Smartphone-Bildschirm schaut. Die Datenverbindung ist einfach zu schlecht. Aber wie kann es sein, dass deine Datenverbindung so schlecht ist, die von deinen Freunden aber total gut funktioniert? Das Ganze hängt mit den Netzbetreibern zusammen. In Deutschland hat man in den meisten Regionen mittlerweile eigentlich fast immer recht gutes Netz. Aber besonders in den ländlicheren Regionen, da gibt es immer noch so richtige Funklöcher, wo eigentlich fast gar nichts geht. Wenn ich darüber nachdenke, dann fallen mir meistens so ein paar Ecken ein, in denen ich manchmal bin, wo ich vorher schon weiß, okay, da brauche ich Instagram und Co. jetzt gar nicht öffnen, weil es eh nicht funktioniert. Einfach so richtige Funklöcher. Vielleicht hast du auch gleich was im Kopf. Doch genau diese Funklöcher sind nicht bei allen Anbietern gleich. Und genau deswegen kann es auch vorkommen, dass du mal kein Netz hast, deine Freunde aber schon. Oder natürlich auch andersrum. Besonders nervig ist es natürlich, wenn du an Orten, an denen du dich oft aufhältst, eine schlechte Verbindung hast. Also zum Beispiel in der Region, in der du wohnst oder wo du zur Schule gehst oder wo du dich eben sonst gerne rumtreibst. Deswegen lohnt es sich auch, bevor man den Netzbetreiber wechselt, das Ganze mal zu checken. Das kann man online machen und wie das geht, schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben in Deutschland drei große Netzbetreiber. Das sind O2, E+, Vodafone und Telekom. Und die haben online interaktive Karten, bei denen man wirklich genau nachschauen kann, wie das Netz an einer bestimmten Stelle in Deutschland ist. Wenn du einen kleinen Anbieter nutzt, zum Beispiel Alditalk, dann kannst du ganz einfach nachschauen, welches Netz diese kleine Anbieter nutzt. Alditalk beispielsweise benutzt O2 E+ Netz. Ich bin jetzt hier gerade auf der Seite von der Telekom und ich kann hier an der Seite einstellen, was ich eigentlich sehen möchte. 5G ist ja das ganz Neue, aber den meisten reicht vielleicht auch schon 4G oder LTE. Deswegen wähle ich das auch mal aus und dann sehe ich, dass die Karte schon viel pinker wird und pink bedeutet, hier ist eine gute Netzabdeckung. Ich habe aber mal einen Ort rausgesucht, wo das ein bisschen schwieriger werden kann und den schauen wir uns jetzt genauer an. Hier können wir erkennen, es gibt ein paar Ecken, die sind ziemlich hell. Das heißt, hier ist auf jeden Fall kein gutes Netz. Wenn man natürlich irgendwo wohnt, dann weiß man auch, wo genau das ist und man kann auf diesen Karten noch viel weiter reinzoomen. Und ich habe das auch mal gemacht. Schaut mal, wenn ich jetzt weiß, ich wohne hier an dieser Ecke, dann ist Telekom zum Beispiel kein guter Netzanbieter für mich, weil ich vor Ort kein gutes Netz habe. Ich schaue also mal bei einem anderen Anbieter nach. Da habe ich uns mal Vodafone vorbereitet. Und da, das ist jetzt der gleiche Kartenausschnitt, aber ich sehe, da ist alles rot und rot bedeutet hier gutes Netz. Für jemanden, der an dieser Ecke wohnt, für den ist also Vodafone der bessere Anbieter. Für O2 könnte man das gleiche jetzt auch nochmal testen. Die Direktlinks zu diesen interaktiven Karten sind übrigens in der Infobox bzw. im Artikel auf handysektor.de verlinkt. Wenn es dir also wichtig ist, dass du auch unterwegs wirklich immer eine gute Verbindung hast, dann lohnt es sich bei der Auswahl von einem neuen Vertrag oder einem neuen Netzanbieter also nicht nur auf den Preis zu achten, sondern auch mal zu schauen, wie ist tatsächlich die Netzabdeckung bei mir in der Region. Und wenn du nach diesem Video jetzt denkst, cool, dass ich das jetzt endlich auch weiß, dann fände ich ein Abo bei uns im Kanal ziemlich nice.